Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 3 und Sascha's 100% Run. Ich muss wieder zurück in die Katakomben von Karthus und hier erstmal ein bisschen für Stimmung sorgen. Und für Stimmung sorgen meine ich die Typen hier erledigen, weil die gehen mir echt auf den Sack. Du musst weg. Hast du gehört? Danke. Also gut, ich wollte erst die Brücke runter, beziehungsweise da hochklettern, aber das geht ja leider nicht, da die Brücke wieder hergestellt ist, sobald man einmal drüber war. Wie ihr hier seht. Also wenn ich jetzt nicht bei Volnir war, dann ist hier immer wieder aufgebaut, wenn wir von da unten kommen. Ich stand eben da unten und hab hochgeschaut und hab mich gefragt, wie das jetzt funktionieren soll, verdammt. Naja, jetzt muss ich sie auch nicht mehr zerstören, aber ich mach's trotzdem. Wenn die Skelette kommen. Ja, komm noch mehr. Komm, komm, komm. Ja. Schönes Ding. Finde ich lustig, dass die Brücke einfach so einstürzt. Da könnten sie viel mehr von machen. Also, hätten sie machen können. Jetzt ist ja eh zu spät. So, ich habe eben schon ein paar Sonnenlichtmedaillen gesammelt und allerhand anderes Zeug. Also auch hier bleiche Zungen. Ich habe Wolfsblut, Grasklingen gesammelt. Und ja, hier, wie ihr seht, Sonnenlichtmedaillen kriegt man fürs Koop helfen. Ich brauche jetzt noch 22 davon. Geht eigentlich ganz flott. Ich habe jetzt 5 gemacht innerhalb von ein paar Minuten. Hab, glaube ich, immer, ja, so einen Schnitt von, sagen wir mal, 70% der Leute überleben. Wenn man ihnen hilft. Also, es ist halt leider immer davon auszugehen, dass die Hosts nicht sehr gut sind oder dass man in ein sehr spätes New Game kommt. Und dementsprechend ist es immer etwas heftiger. Now. So, eins haben wir schon. So, kommst du, Volni? Ja. Oh Gott, nein, 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 nein. Das wird immer richtig kacke, wenn er viel zu früh hier vorne ist. Nummer 2. Lass doch mal die Griffel da, wie sie sind. Oh, nö, 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 nö. Ja. Ja, komm, roll. Mit einem scheiß Schmuck wieder, ne? Oh, das war toll. Ich dachte, ich bin irgendwo gegen geknallt oder runtergefallen oder so. Das Händchen jetzt da, Mann. Oh, wollen wir. Der mit seinem Schmuck, ne? Ich glaube, das wäre auch ein Boss, bei dem ich nicht gerne helfe, weil... Ja, keine Ahnung, das ist alles ein bisschen. Bisschen filmschig. So, das war's mit Volnir. Ich könnte ja eigentlich mal ganz kurz zu Rosaria. Vielleicht habe ich das ja schon. Vielleicht habe ich ja schon alle Zungen jetzt da. Ich guck mal ganz kurz. Die habe ich mir nämlich eben mal geholt. Ich kann jetzt zwar nicht umskillen, wenn ich ihr alle Zungen abgebe. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Dann werde ich vielleicht noch eins, zwei Mal invaden und dann habe ich das auch, weil. Jetzt werden wir feststellen, ob das über die Spiele drüber geht. Also ich habe jetzt wahrscheinlich, na, ich werde noch keine 3, 4 abgegeben haben. 1, 2 maximal und ich habe jetzt 7 Zungen. Nee, warte mal, darf ich ja gar nicht. Huch, ich will ja, ach Quatsch, ich bin so blöd. Ich hätte mir beinahe Ceres verbaut, weil Ceres Questline gibt auch nochmal 2 Sonnenlichtmedaillen. Warte mal, das wäre echt ganz schlau. Geh mal zur Kapelle. Ich mach mal die Siegwart-Questline, Leute. Ich meine, Patches ist gar nicht aufgetaucht, komischerweise. Weil Siegwart gibt, glaube ich, eine Scholle nur. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Siegwart nicht nur eine Scholle gibt oder auch was anderes. Hallo. Hallo. Das Dumme ist, ich habe gerne Sigis Rüstung angezogen, aber ich habe jetzt keine mehr. Das war das einzige Set, was ich hier dabei hatte. Also ja, wurscht. So,
Mit Patches müssen wir uns jetzt gar nicht erst befassen. Wie ging Sigwarts Questline weiter? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ist egal. Ja, Hoffest wollen wir. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall von Sedas beschwören lassen. Für Irithyll. Und da bekomme ich dann auch eine Sonnenlichtmedaille, sofern ich eben das Ding ausgerüstet habe. Mein Wappen habe ich jetzt aber immer. Zumindest bis ich die Questline fertig habe. Diesmal mal so richtig die Quest. Achso, und ja, ich überlege halt noch, ob ich mir wirklich die 5 Upgrades holen soll. Dass ich halt eben wieder ausgehöhlt bin, aber ich habe echt keinen Bock drauf, Leute. Dann habe ich das halt mit Yuria nicht, den Katalyst. Der ist auch ziemlich unwichtig, meine ich. So, das Ding anmachen. Die Puppe habe ich hoffentlich dabei. Ich glaube, die Puppe habe ich aber doch. Ich weiß gar nicht, wie das Vieh jetzt am besten zu besiegen ist, mit welcher Elementarschwäche. Ja, halt die Schnauze. Au. Ne? Ja. Oh, Leute, Irithyll, ich hasse es wieder mal. Ich werde dir wieder richtig abkotzen, aber mal gucken. Geht ja noch. So, Dölle, dann. Was ist denn Siris? Ach ne, ich muss erstmal hier durch, glaube ich. Und erstmal das Leuchtfeuer aktivieren. Ach ja, komm. Abkehr, Quatsch. Oh, kein Schwein mehr. Ich habe schon längst die Klinge. Das Wappen habe ich ausgerüstet. Ciris, was ist los? Wo bist du? Ich habe schon mit ihr gequasselt, habe schon alles soweit in die Wege geleitet, keine Sorge. Ach, wenn ich mir das doch merken könnte, wo das war. Ja, da ist es doch. Ja, alles Phantom rufen lassen. Wäre cool, wenn das auch öfter ginge, dass ich mich einfach mal irgendwo hinstelle und mein Symbol ablege, auch im Offline-Modus, und dann gerufen werde. Doch, das wäre recht cool. Aber vieles ist wahrscheinlich nicht umsetzbar, weil das ist ja alles mit Quests und Ereignissen verbunden. Hey, Creighton. Jetzt noch mehr rollen, ja. Oha. Hey. Hey. Schlechter Epic ist es nicht, hoppala. Oh Gott, ich wollte eigentlich. Ja, ich schon gerollt so ein bisschen, meiner Meinung nach, ne? Der Scheiße ist. Ist noch ein Trinken, ja? Da! Ah! Hat er. Na, Creighton. Ah, ist jetzt aber gut, ne? So. Ich hab gehört, ich bekomme jetzt eine Medaille. Siris. Ist das so?
Raise the sun. Thank you for your kind assistance. Blessing of the moon upon your journey. Aber natürlich. Medaille? Wahrscheinlich bekomme ich die jetzt erst, wenn ich wieder zu Hause bin. Wie gesagt, ich weiß es gar nicht mehr so genau, wie das hier alles ablief. Nö, doch nicht. Wow. Ich habe extra mein Sonnenlicht-Emblem an, ja? Ach man. Ich habe es nämlich gelesen, dass man hier die Belohnung bekommt von Ciris. Echt schade. Oder halt eben nur durch das Beschwören bekommt man das schon. Echt doof. Ich weiß, das ist, aber es interessiert mich nicht. Ich mache hier so eine Art Speedrun durch, das wisst ihr ja. Ich renne jetzt einfach durch und mache die wichtigsten Gegner kalt. Also die alle eigentlich. Alle Gegner sind hier wichtig und eklig. Na komm. Weißt du? Ach, so schön, wenn ihr Arschbacken mal nichts machen könnt. Einfach mal staggern, euch Schweine. Und dann das mit euch machen. Oh, in den Sack. Zack, zack. Immer wieder. Na, große Scherben. Na. Na, na, na. Ich habe jetzt 2-3 Waffen aufgerüstet und habe schon keine Brocken mehr. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe mir so viele gekauft im letzten Spieldurchlauf. Die sind alle weg. Unglaublich, wie ich dann echt viel zu wenig Schaden mache bei denen. Sollst ein bisschen boosten vielleicht für 2 Schläge. Naja. Wow, das reicht immer noch nicht. Noch 3 Schläge für die. Echt kaum einen Unterschied. Dann nehme ich mal lieber wieder den Hartstahlring. Also ich habe die anderen Ringe jetzt mittlerweile doch mal weggepackt, weil es stört irgendwie schon ein bisschen, wenn ich so viele in der Tasche habe. Oh, ja, 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 ja. Au. Du bist schon ein Arsch, ne? Das finde ich halt das Allerschönste. Ich kann die einfach wegstaggern. Einfach immer nur drauf und wegstaggern. Ihr seid schon. Ne, da kommen sie gerade. Die Junge. Ja, hallo. Ich hab gewusst, dass du jetzt angerannt kommst. Oh ja. Bert. Oh, du bist ja auch noch da, meine Güte. Ja, ja. Machst du gut? Hast schon gezeigt, was für Tricks du drauf hast, aber es hat dir nichts genutzt. Lalalal. Bringt nichts, wenn ich da runtergehe. Da muss ich da wieder hoch und. Nee, nee, nee. Stimmt ja, da konnte ich nur den kleinen Rückweg öffnen. Falls ich bei der alten drauf gehe, was ich aber nicht tun würde. So. Gehen wir gleich zu Sully und dann in die Katakomben. Ist eigentlich total egal. Ich bin eigentlich immer zuerst runter in die Katakomben. Und dann erst zu Sully. Das machen wir jetzt mal andersrum. Da. Da liegt auch noch was. Ich weiß nicht was. Ich nehm's mit. Ach, der Beweis der Eintracht. Stimmt, 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 stimmt. Ach Gott, von denen brauche ich ja auch noch so viele. Diese Ohren hier. Ich hab 30, ne? Ach. Die bekommt man nämlich wirklich nur im PvP, soweit ich weiß.
Die kriegt man nicht so. Scheiße. Scheiße. Das ist echt nicht gut. Ach komm, Katzenring ist immer besser, weil hier muss ich wieder irgendwo runterspringen. Ja, ja. Die sind richtig cool. Ehemaligen Bewohner hier von Irithyll. Verdorben durch ihre Dummheit. So, ich werde wahrscheinlich jetzt alles liegen lassen, außer das Relevante. Auch sogar die Covenant-Items, die man hier schon frei Haus aufsammeln kann, werde ich liegen lassen. Ich weiß halt echt nicht genau, wo was liegt. Und das hole ich mir dann später, wenn es soweit ist, wenn ich wieder hier bin. Off-Camp versteht sich. Wenn ich farme, sozusagen. Müsst ihr euch gar nicht jetzt drum kümmern. Das muss ich dann alles machen. Es ist eine Riesenarbeit, verspreche ich euch. Aber ich werde es machen. Ich werde es machen, weil ich es versprochen habe, 100%. Und dann ist es auch vorbei. Dann werde ich erstmal Dark Souls an den Nagel hängen, bis der DLC kommt. Ich werde es wahrscheinlich weit vor dem DLC schaffen hier, weil das meiste spielt sich ja gar nicht in-game ab, wie ihr seht. Also on-cam für euch, sondern off-cam beim Farmen. Jetzt können die nehmen wir doch mit. Ich bin ja nicht so. Ich habe ja nur 500 von den Dingern im Inventar. Diese grünen Blüten in der Kiste, meine ich. Und man kann leider nicht so viele mitnehmen, was ich totaler Quatsch finde. Es ist natürlich logisch, dass man nicht so viele tragen kann in der Tasche, aber andererseits auch totaler Quatsch. Boah. Weil ich meine, wenn man davon ausgeht, könnte man eh nichts tragen in den Taschen. Hey, guck mal da, Sigurd. Hey, Sigi. Danke. Danke. Nom nom nom. Dankeschön. Danke, 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 Sigi. Ach, Sigvard ist cool. Ich mag die ganzen Katharina-Ritter mit ihren Zwiebeln. Ja, ja, wieder Brüste gucken, ne? Das kannst du. Oh, das war schön abgepasst mit dem Pfeil, meine Güte. Wisst ihr was? Ich könnte mich eigentlich für Sully... Oh Gott, wie das aussieht. So ein riesiger Pfeil im Kreuz. Ich könnte mich ja anbieten für Sully. Online, versteht sich da... Ja, nicht, was ihr jetzt denkt. Ne? Nein. Zack. Und dafür kriege ich dann auch wieder ein paar Marken. Müsste ich allerdings kurz ausloggen und wieder einloggen. Beziehungsweise, ich müsste halt erstmal einloggen online. Jetzt. Mal rein. Die sehen aber auch voll widerlich aus mit ihren Gesichtern da, ne? Genau. Hey, es reicht jetzt, ja. Ekelhafter. Esselbert. Eslonbert. Okay, das nächste ist leider erst in Irithyll zu finden, glaube ich, an Ringen. Und zwar... warte mal, Prison Tower Bonfire ist das. Gefängnisturm. Achso, nee, ja, da komme ich noch hin. Na, Küken. Was ist das denn? Was war das? Schaffst du das? Hey. Hey. Wer schlägt hier? Ich schlage, nicht du. So, na, das Tor noch auf.
dann cool. Ne, ihr seid scheiße. So. Hier schon der Shortcut und jetzt gehe ich ganz kurz offline. Also ich gehe kurz raus. Gehen wir kurz online. Und dann muss ich ganz kurz das Spiel verlassen, kommt wieder rein, dann werde ich in die Welt beschworen und kann gegen Sullivan helfen. Ist es nicht schön? Ja. Ist schön. So, das werde ich ja ganz kurz machen. Das ist nämlich so das Tagesgeschäft hier. Immer schön beschwören lassen. Das geht eigentlich noch am leichtesten. Also dieses ganze Beschwören lassen ist schon cool. Aber es gibt natürlich auch die ganz ekelhaften Angelegenheiten, wo ich dann wirklich Leute invadieren muss und sie töten muss. Und nach Sullivan werde ich das jetzt ein bisschen angehen. Mit dem PvP vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Oh. Haha, ist ja lustig. So. Mal schön ein Zeichen ziehen. Wie die Zippe da schon da steht. Jetzt nämlich ein bisschen angemessener von der Zeit. Oh oh. Also das triffst du gar nicht da unten, ne? Oh! Vergesst es. Hab nichts gesagt. Komm. Nein, nicht runterfallen. Ich lasse es lieber, ich habe es gelernt. Oh, ja! Ja, ja. Alle Schnalle. Ich könnte ja so ein bisschen Sullivan-Cosplay machen, ne? Nee, komm. Oh, geht das noch? Warte. Oh, nein. Schade eigentlich, weil die blieben früher in den Beinen hängen und wenn man das hier gemacht hat, sind die so über einen weggeflitscht. Das sah echt lustig aus. Ne, haben sie echt deaktiviert. Schade, schade. War nicht lustig. Ja, okay. Es könnte jetzt eine Weile dauern, bis ich beschworen werde. Ich hoffe, dem ist nicht so. Okay. Wow. Was für eine Lusche. Sich einfach so verhauen. Na komm schon, will denn keine Hilfe bei Sullivan? Oder soll ich es vielleicht mal als böses violettes Phantom versuchen? Ich brauche noch ein paar Wirbelsäulen. Habe ich denn jetzt noch eine, ne? Ja, toll. Ich habe nämlich schon ein paar abgegeben. Und 16 Wurstblutgras klingen erst. Ach Mann. Ne, ich glaube bei Sullivan will keiner Hilfe. Das ist schade. Ich den simplen Panzer. Ja, keine Ahnung. Bei Sullivan ist übrigens Repost ganz gut, also die Repost-Angriffe. Heißt parieren oder Backstab, aber das werde ich hier nicht hinkriegen. Hat er noch dunkel, hat er auf jeden Fall. Hat da, hat da. Und das Dumme ist aber, ich habe hier kein Parierschild. Also kein. Nee. Nee. Ich habe keinen richtig guten. Na komm, dann lege ich halt schnell Sullivan, was soll's. Gegen ist halt sonst kein Kraut gewachsen, außer das. Also er ist gegen kein Element wirklich besonders anfällig. Oh, warte. Bin ich gerade sehr dumm, was ich... Einen Katzenring brauche ich dann jetzt doch nicht. Ja, jetzt habe ich nichts gesehen, ja. Hallo. Da! Der Ball ist schon ein bisschen scheiße, ne? Wow. Hört aber nicht auf, der Kleine. Der... Boah. Nee, hat er nicht. Hat nicht aufgehört. Warum ist er denn auf einmal so aggressiv gewesen? Ich habe da gar nichts gemacht.
Och nö, muss ich ja hier... Nein, muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht. So, wir gehen zu der Kirche von Joschka. Kann ich ja auch ganz schnell hingehen. Ach, aber Leute, wisst ihr was? Ich habe jetzt keine Lust mehr. Wir hören auf. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal mit Dark Souls 3. Tschüss.